Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar Marktanalyse Live. Wir schauen mal wieder auf die Märkte und dann werden wir wieder spannende Einzelwerte sehen, auch natürlich den Blick auf die Indizes werden. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich hoffe, dass auch das Bild passt und wenn das so ist, dann können wir auch loslegen. Das passt soweit? Jawohl. Dann legen wir auch direkt los. Erstmal der Disclaimer, dass alles das, was ich euch hier sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellt, auch keine Beratung oder Empfehlung ersetzen soll. Und daneben, bevor wir jetzt dann auf den Trading Desk gehen, habe ich hier jetzt nochmal kurz was mitgebracht, was eigentlich auch eine gute Nachricht ist. Nämlich hier der Nikkei, der auch wieder weiter nach oben gezogen ist in den letzten Tagen. Er hat ein neues, ja, 30 oder eigentlich fast 31 Jahreshoch gemacht. Er ist noch weit entfernt von seinem Allzeithoch. Damit wir die Kurshistorie auch haben, habe ich das jetzt mal eben von dem Marktinvestor Pro mitgebracht, die professionelle Handelssoftware, die ihr beim S-Broker auch dazu buchen könnt. Und hier seit, ja, 1990 jetzt mal zurückblickend, sehen wir, dass der Nikkei jetzt so hoch ist wie eben zuletzt im Jahre 1991 und damit eben weiter voranschreitet. Also die japanischen Länder oder asiatischen Länder besser gesagt, die da sich auch recht gut aus der Corona-Krise manövriert haben, stellvertretend hier der Nikkei. Ja, und damit blicken wir auf den Trading Desk. Wir schauen uns gleich den DAX und weitere Werte an. Es gab im Vorfeld ein paar Zahlen, die eigentlich gar nicht so schlecht ausgefallen sind. Wenn man sich das anschaut, heute beziehungsweise gestern Morgen war es um 11 Uhr der ZEW-Index, also die Konjunkturerwartungen, die damit gemessen werden, für den Februar überraschend positiv. Erwartet wurden Werte von ungefähr 60 und es kamen aber Werte raus von 71,20 für Deutschland und für die EU, für den europäischen Wirtschaftsraum waren es immerhin auch 69,60. Und erwartet wurden dann nur 59. Also durchaus besser als erwartet. Hängt natürlich damit zusammen, dass man jetzt hier auch mehr Hoffnungen noch hat, was das Thema Reopening angeht, was das Thema angeht, dass wir wirklich wieder Lockerungen sehen werden und man wirtschaftlich sozusagen auch bald wieder Vollgas geben kann. Insbesondere da natürlich auch mit Blick auf gebeutelte Branchen, die dann eben auch wieder ihre Dienste anbieten können. Das also gut ausgefallen. Dann gab es noch das, ja, das Bruttoinlandsprodukt für den europäischen Wirtschaftsraum. Das war aber nur die zweite Veröffentlichung, also nichts Weltbewegendes mehr. Das war leicht besser als erwartet. Und dann haben wir aber am heutigen Tage, nämlich um 14:30 Uhr, Meldungen bekommen, die auch auf der einen Seite gut waren, auf der anderen Seite gab es Meldungen, die jetzt nicht so gepasst haben, sage ich jetzt mal. Nämlich in den USA, der Einzelhandelsumsatz, der war extrem stark. Hier hat er quasi fast das Fünffache von den Erwartungen erreicht. Und das also gut. Der Einzelhandel in den USA, der zieht da deutlich an. Und das heißt eben auch, dass hier die Impfquote und das Impfen in den USA weit voranschreitet, sind da ja vorne mit dabei im Rennen, um eben auch die Gesellschaft zu impfen. Und das drückt sich jetzt auch mehr und mehr danach aus, dass dann eben auch wieder mehr und vermehrt auch eingekauft wird. Das ist also gut ausgefallen. Allerdings zur gleichen Zeit gab es auch die Erzeugerpreise, die veröffentlicht wurden und die sind angestiegen um 1,3%. Erwartet wurden nur 0,4% und das ist eben auch ein Thema, was hier
eine Rolle spielt. Das heißt, man muss eben mehr bezahlen, um sozusagen Güter zu produzieren. Und das ist ganz klar ein Thema der Inflation. Inflation, das ist ja das allumschwebende Thema, was in den letzten Monaten, eigentlich auch seit den ersten Wirtschaftspaketen, die geschnürt worden sind in Corona, ja die Runde gemacht hat. Was passiert mit der Inflation? Sollten wir da nicht stark steigende Inflation sehen? Jetzt haben wir in Deutschland in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen schon ansteigende Inflation gesehen, da auch ein wenig bedingt durch einmal die Mehrwertsteuer Erhöhung oder Rückerhöhung, wenn man so will, wieder von 16 auf 19%, was sozusagen geplant war. Dann aber dazu noch die Energiepreise, wie beispielsweise das Rohöl, was ja auch angestiegen ist, und was da auch mit dazu beigetragen hat. Jetzt sehen wir aber auch in den USA, zieht es so langsam an, und damit haben wir jetzt eben ein Thema, steigende Inflation, damit gleichzeitig auch beispielsweise kurzläufige Treasuries, die 10-Year Yields aus den USA, also die 10-jährigen Anleihen, die da eben auch gestiegen sind. Ich glaube jetzt auf 1,3%. Und wo wir dann eben auch sehen, okay, das drückt sich jetzt auch oder schlägt sich jetzt auch nieder auf quasi die Zinsen. Und damit rückt auch wieder die Fed und auch die anderen Notenbanken in den Mittelpunkt, die ja auch erst einmal gesagt haben, wir bleiben bei der Niedrigzinspolitik, wir lassen die Zinsen unten, auch wenn wir temporär steigende Inflationszahlen und Raten haben. Jetzt wird dann das Ganze natürlich spannend, ob man sich da dann auch ebenso dran hält. Und ob man da nicht vielleicht auch entsprechend panisch wird und dann vielleicht doch den einen oder anderen Schritt vollzieht. Das werden also die kommenden Notenbanktagungen, ob es jetzt EZB ist, ob es jetzt dann auch die Fed ist, spannend, um zu sehen, wie ziehen Sie sich da aus der Affäre, wenn man so will, was argumentieren Sie, um hier dann eben auch den Zins möglicherweise niedrig zu lassen. Sie haben ja immer wieder gesagt, dass man mittelfristig Inflationsraten, die auch etwas höher sind, 3% beispielsweise, toleriert für einige Monate. Und jetzt ist es dann eben an der Zeit, dann eben auch zu zeigen, ob das Ganze so sein wird oder nicht. Zumindest kommt jetzt wahrscheinlich bald die Zeit. Das heißt, das hatten wir ja auch schon mal angerissen in einem der vorherigen Webseminare. Das wird ein Thema werden, was dann auch die Märkte beschäftigt. Denn wenn wir hier ein bisschen Inflationsdruck sehen, dann sieht man auch ein paar Fragezeichen auf den Köpfen der Marktteilnehmer, was die Aktienmärkte angeht. Und dann geht das erst einmal nicht so sehr smooth weiter, wie es sozusagen auch gelaufen ist an den Aktienmärkten. Und da muss man eben schauen, was ist dann das Thema, wo wird er hingeschichtet, also möglicherweise Risk-Off-Modus, der dann stattfindet, eher in defensivere Werte, die dann möglicherweise genutzt werden, beispielsweise, und weniger bei diesen High-Growth-Werten, die ja auch teilweise Bewertungen haben, wo man einen sehr steifen Nacken bekommt, so weit nach oben muss man gucken. Und das wird natürlich jetzt die nächsten Wochen auch durchaus bestimmen, auch vor allen Dingen immer wieder, wenn dann Inflationsdaten veröffentlicht werden. Also das vielleicht kurz zum Anfang. Jetzt schauen wir mal auf den DAX und schauen uns mal an, was er denn hier so macht und gemacht hat. Und der DAX heute auch durchaus schwächer, 1,1% im Minus ist er da gelaufen. Und wir sehen, dass er da nicht so wirklich von seinem Allzeithoch nach oben hinwegkommt. Im Gegenteil, jetzt startet er wieder nach unten, wenn man sich das so anschaut. Und heute also wieder ein deutlich dickeres Minus, was der DAX hier zu verzeichnen hat. Am heutigen Tage der Anlauf wieder an die 20-Tageslinie, also die Mitte der Bollinger-Bänder, die wir jetzt hier gesehen haben,
vor ein paar Tagen, nämlich genau vor einer Woche, haben die erst einmal standgehalten. Jetzt kann man sich das Ganze anschauen. Halten sie stand oder halten sie nicht stand? Das wird hier natürlich die Frage der Fragen sein, denn es ist auch ganz wichtig, was passiert hier auf diesem Niveau, wenn ich hier mal die Stiftfunktion nehme, da, wo wir eben genau letzte Woche im Tief waren. Wenn wir das unterschreiten, haben wir ein kleines Doppeltop. Das kleine Doppeltop, was hier oben bei 14.170 ungefähr hier hatte und hier unten, da können wir jetzt auch mal drauf schauen. Im Tief waren wir bei 13.826, also ungefähr 350 Punkte, die es dann nochmal nach unten gehen würde. Da wären wir im Bereich 13.470 Punkte oder 480 Punkte und damit hier nochmal auf dem Weg hier nach unten in Richtung des Tiefs vom 28.01., was idealerweise nicht nach unten geknackt wird. Das wäre da ganz wichtig. Aber deswegen ist es da kurzfristig sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, knacken wir in Anführungszeichen im schlechten Falle diese 13.826 Punkte in den nächsten Tagen, dann geht es nochmal eine Etage tiefer. Die Etage tiefer würde sich in Richtung 13.400, sage ich jetzt mal, abspielen. Und damit wären wir hier bei den Januar-Tiefs, wenn man so will, die wir Ende Januar erlebt haben. Und letzte Woche hatte ich ja auch mitgebracht, so den saisonalen Chart vom DAX, so ab Mitte Februar. Also da, wo wir jetzt quasi auch sind, wird es ein bisschen holpriger und erst wieder im März, saisonal gesehen, kommt wieder die Sonne durch, wenn man so will. Und von daher wird das Ganze jetzt auch so ein bisschen mit saisonal getrieben. Aber ganz wichtig, dass das hier hält, das Tief vom 28.01. Denn wenn das nicht hält, hätten wir hier auch eine Mehrfach-Top-Formation an der Stelle, auch sowas wie ein ja, verkapptes Doppeltop, wenn man so will. Und dann würden wir hier auch nochmal deutlich absteigen. Da wären wir dann nochmal 800 Punkte vom Kursziel nach unten unterwegs. Also 13.300, 800 Punkte nach unten sind wir hier unten bei 12.500 im schlechten Fall. Der beste Fall ist, das Ganze wird jetzt hier nur eine Seitwärtsphase. Wir haben jetzt hier nochmal die 20-Tageslinie, die halten wird und wir brechen nach oben aus. Und das nach oben ausbrechen heißt in dem Falle, wir gehen über das Allzeithoch raus. Und dann hätte der DAX Voraussetzungen geschaffen, das auch zu tun. Denn das, was er immer schlecht gemacht hat, wenn ich das so sagen darf, ist, wenn er ein Allzeithoch gemacht hat, jetzt die letzten Male, insbesondere hier am 8.1. und dann eben auch am 8.2., genau einen Monat später, dann hat er das mit einer Kurslücke gemacht nach oben und ist dann wieder nach unten gelaufen. Also hier keinerlei Stärke entwickelt mit neuen Hochs. Das ist kein gutes Zeichen, zumindest kurzfristig gewesen. Und wenn er eben da nochmal ranläuft, dann idealerweise auch so, dass er per Schlusskurs das Allzeithoch knackt und nicht nur da so ein bisschen nach oben geht und dann wieder runterwackelt. Also, das hier die Gemengelage im DAX. Noch sind wir sozusagen vom Risiko her okay unterwegs. Wir sind über der 50-Tageslinie, wir sind über der 100-Tageslinie, wir sind über der 200-Tageslinie. Aber das kann sich eben relativ schnell schon verändern. In dem Sinne, wenn wir hier runterknallen unter die 13.826, dann hätten wir auch zumindest eine kleine wieder entsprechende Top-Formation und dann würde die Ampel mal mindestens auf Gelb springen, denn da sieht es dann nach einer Umkehr aus. Also 100 Punkte nach unten vom aktuellen Kurs bei 13.914 hieße schlechtes Zeichen für den DAX für die kommenden Wochen. Ja, aber nicht nur der DAX, der schwächer ist, auch in den USA, wenn man da einen Blick drauf wirft, sehen wir schwächere Zahlen von den Indizes, der S&P 500, der hier auch zumindest ein halbes Prozent nach unten geht und dort
Zumindest was am Top passiert ist, jetzt hat der S&P am Montag ein neues Allzeithoch gemacht, ist Ähnliches passiert. Keinerlei Druck, der da gekommen ist, wobei man den Montag als Sondersituation hier im Chart erfassen muss. Da gab es eigentlich keinen Handel durch den President's Day in den USA, da war Feiertag, also nehmen wir lieber den Dienstag. Da sieht das nämlich genauso aus. Wir haben hier quasi auch, wenn man den Montag hier von der Indikation ausblendet, nicht relevant, haben wir von Freitag auf Dienstag einen Sprung nach oben gesehen und dann haben wir wieder abverkauft und heute auch noch ein tieferes Tief gemacht. Also auch hier erstmal wieder die Luft, die dem S&P 500 dort ausgegangen ist in diesen luftigen Höhen, wenn man so will, und daher auch erst einmal wenig Dynamik jetzt nach oben. In diesem Falle ist es besser als beim DAX. Da haben wir jetzt noch keine großen Umkehren. Das habe ich ja letzte Woche auch schon mal erwähnt. Hier haben wir an der Stelle ein kleineres Problem, sage ich jetzt mal, wenn wir das Tief vom 10.2. unterschreiten würden. Da sind wir bei 3.884 Punkten unterwegs. Also wenn das geknackt wird hier nach unten, dann haben wir auch noch mal das Thema, dass wir uns hier in Richtung der 20-Tageslinie und dann möglicherweise, wenn die auch noch geknackt wird, in Richtung der unteren oder des unteren Bollinger Bandes bewegen können mit Zwischenstopp 50-Tageslinie. Aber hier sieht es noch besser aus, wie gesagt, keine Umkehren, die drei gleitenden Durchschnitte, die hier die 50, die 100 und die 200-Tageslinie repräsentieren und eben auch die ATR, die hier niedrig ist, weniger als 1% vom aktuellen Kurs, deuten beim S&P noch mehr auf eine grüne Marktampel hin, wohingegen der DAX ja eher im gelben oder auch mit Tendenz zum orangenen Bereich hingehen könnte. Und dann schauen wir auf den Nasdaq. Der Nasdaq, der hier auch quasi dem DAX Konkurrenz macht heute, auch über 1% im Minus. Und hier gilt aber Ähnliches wie beim S&P 500. Die letzten Bewegungen sehen auch ähnlich aus. Das, was wir gestern gesehen haben und das, was wir heute gesehen haben, sieht genauso aus. Wir sind jetzt hier in Richtung 13,5 unterwegs, Richtung 20-Tageslinie. Wir haben hier aber noch alle drei gleitenden Durchschnitte, die entsprechend unter dem Kurs sind. Wir haben keine Umkehrformation. Wir sind noch im Aufwärtstrend. Insofern sieht das Ganze immer noch durchaus belastbar aus, sage ich jetzt mal. Und was man jetzt hier noch betrachten könnte, der MACD, der hier ein ambivalentes Bild gibt. Die Linien steigen, das Momentum steigt aber nicht, also das Histogramm am Ende und damit kein so einheitliches Bild. Der Kurs hat höhere Hochs gemacht, ja, die MACD-Linien, aber nein, ohne Momentum. Also dort leichte Warnzeichen, dass wir hier auch noch mal etwas mehr korrigieren können. Das Ganze können wir uns gleich bei Einzelaktien anschauen, denn die geben dann immer ein gutes Bild dazu ab, wo denn jetzt eigentlich sozusagen die Musik spielt und wo dann vielleicht aktuell der Fokus von weggelegt wird, wo er hingerichtet wird. Und das ist eine Geschichte, die dann sicherlich auch spannende Dinge zutage fördern kann, dass zum Beispiel auch sehr stark überbewertete Aktien jetzt auch mal das Potenzial haben, in Anführungszeichen entsprechend mal 30, 40, 50% zu korrigieren. Also diese extrem gut gelaufenen Werte der letzten Wochen, die da einfach auch mal reif sind, um zu korrigieren und auch mal deutlicher zu korrigieren, das werden wir uns gleich mal anschauen. Ja, und in dem Zuge fällt auch Gold. Der US-Dollar wird weiter stärker. Heute auch wieder ein halbes Prozent legt er zu im Vergleich zum Euro. Und jetzt sind wir hier an dieser Schwelle, auf die man aufpassen sollte, nämlich quasi das entsprechende 52 oder nicht 52, sondern Halbjahrestief. So ist es besser ausgedrückt.
nämlich das, was wir Ende November hatten. Dort sind wir heute wieder angelangt. Und da ist es dann jetzt auch spannend, was passiert. In den letzten Malen, immer wenn der Goldpreis die Bollinger Bänder nach unten verlassen hat, kam zumindest ein Rebound auf, wieder in Richtung der Mitte der Bollinger Bänder zumindest. Schauen wir mal, ob das diesmal auch der Fall sein wird. Wenn wir aber hier diese 1764 unterschreiten, ist auch erstmal das Szenario nicht mehr haltbar, dass wir jetzt hier auch schon quasi wieder uns nach oben orientieren können, sondern dann geht es nochmal die Etage tiefer in Richtung 1660 Dollar. Das wären hier eben die nächsten Unterstützungsniveaus, da wo wir hier auch quasi Kaufdruck immer wieder mal gesehen haben auf diesen Niveaus. Also das wäre dann beim Goldpreis das nächste Ziel. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier das alte Muster sehen. Bollinger Bänder unterschritten und dann geht es erstmal wieder nach oben. Idealerweise eine Kursformation wie so eine Candlestick-Formation, ein Hammer oder ähnliches, was dann hier herauswächst. Aber einmal natürlich der starke US-Dollar, zweitens die Anleiherenditen, die anziehen, sind so ein wenig der Spielverderber für den Goldpreis. So, das erstmal zu den Indizes. Jetzt schauen wir mal auf ein paar Werte. Erst einmal auf jetzt in dem Fall auch wieder drei, die ich mal mitgebracht habe, die interessant werden können im Laufe des Jahres oder auch der nächsten Jahre aus dem Hintergrund, weil ja auch wieder viel passiert, weil man auch vor der Brille gesehen mehr und mehr auf das Thema Nachhaltigkeit setzt weltweit. Und hier haben wir, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, das Thema Müll jetzt mal mit dabei. Und einfach mal drei Aktien aus Amerika, die mehr oder weniger bekannt sind. Die Nummer eins Waste Management, also Müllentsorgung und so weiter. Hier eins der größten Unternehmen in Amerika, was das Thema Entsorgung angeht. Und dort sehen wir, dass Waste Management sich da noch nicht so ganz von den entsprechenden Corona-Querelen erholen konnte. Die Hochs, die wir vor Corona gesehen haben, die wurden noch nicht wieder erreicht vor diesem Corona-Crash hier. Und da sind sie nur rangelaufen. Seitdem ein ja, systematisches Abverkaufen, was man jetzt hier gesehen hat bei der Waste Management, die dann sozusagen im Kurs zurück auf die 200-Tageslinie sich gesetzt hat. Das war jetzt das Thema bei dieser Aktie. Grundsätzlich in den vergangenen Jahren war das Thema Müllentsorgung, wie man hier am Kurs sehen kann, sicherlich kein Trendthema an sich, aber der Kurs war im Trend und ein schön entsprechendes schwankungsarmes Investment, was man da eigentlich hatte. Es gab immer mal wieder zwischenzeitliche Korrekturen, die ein paar Monate dann auch seitwärts, leicht abwärts geführt sind. Aber wir haben jetzt hier niemals entsprechende ja, extreme Bewegungen gesehen. Nehmen wir mal den Corona-Crash außen vor. Und das sind dann natürlich solche Aktien, die man dann gerne in so einem Langfristdepot hat, wenn es entsprechend so schwankungsarm aufwärts geht, wenn dann vielleicht sogar noch eine Dividende ausgeschüttet wird und das Geschäftsmodell intakt ist und eben auch sozusagen in sich gesehen steigend ist. Und das sieht man beispielsweise bei der Waste Management auch im Großen, dass wir eben Umsatz Ziele haben oder Umsatzzahlen haben, die eben durchaus gewachsen sind. Natürlich auch, je mehr Bevölkerung da ist, desto mehr wird Müll produziert und desto mehr wird dann eben auch entsorgt werden müssen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, um das wir uns dann eben auch kümmern werden, in den folgenden Wochen, sage ich jetzt mal, was gibt es denn da eigentlich für Unternehmen, die vielleicht auch
am Anfang ansetzen, dass eben insgesamt weniger Müll da ist, der produziert werden kann überhaupt. Und hier nochmal kurz der Blick auf die Dividende. Hier geplant 2,18 Dollar und das auch in der Tendenz steigend. Wenn man sich hier das Ganze anschaut in den letzten 10 Jahren, gab es da auch regelmäßig eben Dividendenerhöhungen, wenn man sich das hier anschaut. Also eine Dividendenaktie, die man sich da anschauen kann. Dann noch hier zwei weitere. Casella Waste Systems ist hier auch vom ähnlichen Schlag. Die haben sich aber schon besser entwickelt als Waste Management an der Stelle und sind jetzt hier auch über dem Vor-Corona-Hoch und laufen aktuell etwas seitwärts. Auch hier die Richtung, die hier eingeschlagen wurde, dass wir jetzt hier in dem Falle bei der 100-Tages-Linie sind, immer mal wieder da drum herum uns bewegt haben, zuletzt mal die 200-Tages-Linie angetestet haben, da wieder zurückgekommen sind. Und solange wir jetzt aber jetzt noch so ein bisschen seitwärts laufen, heißt es hier, ist das kurstechnisch noch nicht so spannend. Aber das kann eben noch kommen, wenn wir hier diese Linie, die ich hier gerade bei ungefähr 60,40 Dollar eingezeichnet habe, überschreiten. Das wäre nämlich das Hoch bei dem oder am 9.2., was gemacht wurde, 60,47, um genau zu sein. Dann hätten wir so ein erstes Indiz, dass sie wieder nach oben etwas mehr durchstarten will, haben wir so einen kleineren Aufwärtstrend etabliert und dann können eben auch diese Hochs bei 63,58 nochmal geknackt werden. Und die Nummer 3 im Bunde, das ist GFL Environmental. Und GFL Environmental ist in den letzten Jahren ziemlich stark gewachsen, hat sich mittlerweile zum viertgrößten nordamerikanischen Müllkonzern, wenn man so will, das ist jetzt nicht böse gemeint, entwickelt. Und die haben dann eben auch sozusagen auf sich aufmerksam gemacht an der Stelle. Also auch ein Unternehmen, wo man mal darauf achten kann, kurstechnisch gesehen, jetzt aktuell eben auch noch nicht so spannend. Hier muss man auch mal gucken, was sich hier ergibt. Wenn Sie nämlich zum Beispiel auf das Tief hier vom 1.2. fallen bei 28,38 oder nee, 26,79, jetzt hatte ich das Closing genannt, also 26,79, dann wird es auch noch mal quasi tiefer gehen und daher jetzt aktuell nicht so interessant. Vielleicht wird es mal wieder, aber zumindest etwas für die Watchlist und dann haben wir hier diese Geschichte. Hier sehen wir auch die Kurshistorie noch gar nicht so sehr lange. Also das die drei Aktien, die ich jetzt hier aus dem Bereich Müllentsorgung und so weiter mitgebracht habe, das für den Anfang, was wir uns jetzt mal angeschaut haben. Und jetzt blicken wir mal drauf, auch wenn wir einen ziemlich schwachen Markt hatten am heutigen Tage, gibt es denn da noch Aktien, die neue Hochs gemacht haben? In Deutschland beispielsweise gibt es da das ein oder andere Unternehmen, was hier weiter nach oben gezogen ist und dann eben auch das Thema Anlagetrends, was gibt es denn da? Wer ist denn da quasi nach oben gezogen? Und auch das schauen wir uns an und lassen die Liste mal eben laden, beziehungsweise muss ich mal gucken, ob ich gerade wieder ausgeloggt worden bin. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Dann muss ich mich nochmal kurz im Trading Desk anmelden. So. Das machen wir eben. Ich mache den mal hier zu. Und jetzt lädt es parallel
auf dem anderen Monitor und dann ziehe ich das jetzt gleich mal rüber. So. Genau. Jetzt haben wir hier die deutschen Aktien mit 9,52 Wochenhochs. Nehmen wir mal den Penny Stock weg. Phoenix Solar interessiert keinen. Dann schauen wir mal auf die Aktien, die heute hochgelaufen sind. Es gibt immerhin 13 Stück, die jetzt hier in der Liste auftauchen, die entweder das Hoch auch halten konnten oder aber nicht ganz halten konnten. Jetzt haben wir hier drei Aktien, die quasi die letzten Wochen eh schon interessant waren. Stahl, die ganze Stahlsparte. Letzte Woche hatten wir auch einen Blick auf ArcelorMittal gesetzt oder gelegt. Aber auch ThyssenKrupp beispielsweise, die hier sich äußerst stark präsentiert haben. Und das ist ja auch etwas, da haben wir ja lange nachsuchen müssen, dass sich diese Aktie stark präsentiert. Das hat es jahrelang nicht gegeben, wenn man so will. Immer nur wirklich schlechte Nachrichten, die rauskamen. Und jetzt steigen Stahlpreise und damit hier auch das Gute, das Thema, dass Rohstoffe sozusagen im Preis steigen. Das ist gut für die Aktien unter anderem. Und ThyssenKrupp kann davon profitieren, haben sich so ein bisschen gewandelt, aber da ist der Transformationsprozess auch noch nicht so abgeschlossen. Eine andere Aktie, das ist die Klöckner, die hier auch entsprechend nach oben gezogen ist und das vielleicht vom aktuellen Kurs her spannender als die ThyssenKrupp, weil die ja nur nach oben gezogen ist, wenn man so will, die letzten Tage. Und die Klöckner, die hat jetzt hier erst am Montag den Durchbruch geschafft, den Durchbruch über das Dezemberhoch, und das haben wir verortet bei 8,68 Euro. Da sind wir also drüber gegangen per Kurslücke. In dem Falle konnte die Kurslücke auch quasi erstmal gehalten werden, aber jetzt ein bisschen verhaltene Kursverläufe. Wir haben kleine Kerzenkörper gesehen, die letzten beiden Tage Dojis, davor so eine Art Shootingstar, der aufgetreten ist am Montag. Also jetzt muss man schauen, wie zieht sich die Aktie aus der Affäre? Kann das Ganze hier gehalten werden oder schließt sich die Kurslücke nochmal? Das muss nicht immer passieren, insbesondere bei solchen Durchbrüchen. Daher jetzt auch mal gucken in den nächsten Tagen, ob wieder Kursstärke reinkommt oder aber eben nicht. Kursstärke in dem Sinne, dass wir dann auch mal wieder größere Kerzenkörper haben oder überhaupt Kerzenkörper und dann auch am Ende das Hoch am 17.02. überschreiten. Alternativ, das schlechte Szenario ist, das Tief von gestern wird unterschritten, 8,89, und dann sollte hier nochmal so ein Rücksetzer auf genau dieses Ausbruchsniveau auch kommen. Also Klöckner auch. Und dann fehlt noch hier als drittes im Bunde die Salzgitter, was deutsche Aktien angeht. Und hier haben wir auch so ein Ausbruchsszenario. Nicht ganz so wie bei der Klöckner, nicht per eben auch Kurslücke. Aber hier arbeitet die Salzgitter auch dran. Wir sehen es noch nicht per Schlusskurs geschafft, über diese Hochs zu laufen, die sich da ungefähr bei 23,50 ergeben haben. Also das fehlt einfach noch. Wenn das aber passiert, auch hier der kleine Durchbruch aus dieser zweimonatigen Seitwärtsrange, nicht ganz anderthalb Monate. Und dann haben wir damit auch wieder ein prozyklisches Signal, ein Trendfortsetzungssignal, was eingeläutet wird. Also Stahlsektor insgesamt stark. Dann haben wir die Krones, die hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch, als sie hier auch durchgebrochen ist über diese einmonatige Konsolidierungsbewegung, die sich im Januar ergeben hat. Aber dann hat sie Stärke gezeigt und Abfüllanlagen für Flaschen da beispielsweise, die dort bei der Krones eben im Geschäftsmodell verankert sind, haben jetzt hier wieder
mehr Konjunktur sozusagen und die Aktie geht nach oben. Sie hatte sich ja auch hier nach den Corona-Crashs nicht so wirklich komplett über die 60 getraut. Da gab es mal Anflüge, dass es geschafft wird, aber dann wurde es erst etwas damit im Dezember und seit es dann im Dezember darüber gelaufen ist, geht es jetzt hier nochmal schwunghaft nach oben. Insbesondere natürlich hier diese November-Dezember-Rallye, die hier stark war. Der Januar hat sich eine Pause gegönnt und dann jetzt wieder das Aufwärtsmomentum, was deutlich zugelegt hat bei der Krone. Also hier auch eine spannende Geschichte, denn die Durchbrüche, die folgen jetzt hier alle. Zuletzt das Hoch über dem Januar 2020 hoch bei 75,50. Das ist also auch hier die Geschichte. Die Krones macht damit den Abwärtstrend kaputt. Der hier vorherrscht, der langfristige, der sich seit dem Jahre 2018 ergeben hat. Hier auch so eine große Top-Formation, die entstanden ist. Seitdem ging es hier nach unten und es konnte sich eben noch nicht aus diesem Abwärtstrend bewegt werden bis jetzt. Und das Ganze scheint jetzt eben auch zu klappen. Also spannende Situation bei der Krones, Abwärtstrend, der langfristige, der gebrochen ist. Dann haben wir die Steiko, die ja auch gut gelaufen ist die letzten Monate. Wenn man sich hier das Corona-Tief anschaut, bei unter 20 hat sich jetzt auf 74 gemausert. Und die Steiko, für diejenigen, die sie nicht kennen, gehen wir hier mal auf den Fundamentalbericht. Und die Steiko-Gruppe fokussiert sich auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb ökologischer Bauprodukte, Dämmstoffe aus Holz, Hanffasern und anderes. Also hier auch das Thema, wenn man so will, Gebäudesanierung, ökologisch gesehen eine Gebäudesanierung, die dann eben auch dämmwerttechnisch hochwertig ist und wenig Energiebedarf sozusagen. Und damit ein auch Trendthema, was wir ja uns immer mal wieder anschauen werden, jetzt in dem Sinne Nachhaltigkeit bei Gebäudesanierung. Also auch hier jetzt ein Durchbruch, der die letzten Tage dann nochmal über so eine anderthalbmonatige Konsolidierungsphase auch aufgetreten ist. Dann haben wir Q-Beyond, ein Nebenwert. Ursprünglich war das die QSC. Die hat sich mal umbenannt. Hier sehen wir es noch. Und haben sich jetzt auch auf das Thema Consulting, IT-Consulting und Cloud und so weiter fokussiert. Das haben wir hier dann jetzt auch damit gesehen, dass sie deutlich angestiegen ist. Das heißt, hier geht es bewertungstechnisch, neubewertungstechnisch nach oben. Und sie konnten sich jetzt nach Jahren der, ja, auch wirklich Phase, wo die Aktie einfach überhaupt nichts beigetragen hat zu einer positiven Kursentwicklung, mal anschauen, dass sie mal bei 5 € war, jetzt immerhin mal auf 2 € hochgeschraubt. Dann hier noch die PVA Tepla. Hier auch so ein Hoffnungsträger in Deutschland, wenn man sich anschaut, die Siltronic wurde verkauft jetzt. Wir hatten eine Dialog Semiconductor, die verkauft wurde an einen Japaner. Und jetzt haben wir hier eine PVA Tepla, die im Bereich Kristallzuchtanlagen, also auch was für die Hightech-Industrie sozusagen, unterwegs ist und die steigt jetzt im Kurs. Also schauen wir mal, ob wir die nicht auch nochmal irgendwo außereuropäisch verlieren in den nächsten Monaten durch ein Kaufangebot. Da scheint es ja, dass es den Wirtschaftsministern
in Deutschland und Europa da völlig egal ist, was mit solchen auch zukunftsträchtigen Branchen unterwegs ist. Das ist daher natürlich sehr schade. Und da muss man mal schauen, was jetzt hier passiert. Aber kurstechnisch gesehen steigt sie und steigt sie und steigt sie seit dem Corona-Tief natürlich einmal und dann insbesondere seitdem wir hier auch Ende Oktober bei ungefähr 10 Euro waren. Da hat sie sich jetzt schon mehr als verdoppelt, verzweieinhalbfacht, wenn man so will. Und die jüngsten Analystenschätzungen, die dann da auch noch reinkamen bei der PVA Tepler, die waren dann auch noch bei Kurszielen über 30 Euro unterwegs. Zuletzt haben wir hier auch noch ordentliche Zahlen gesehen. Ich glaube, letzte Woche war das bei der PVA Tepler. Also auch ein recht spannender Nebenwert, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass sie hier auch volatil unterwegs ist, also dass wir hier auch mal Kursabschwünge immer mal wieder sehen, die dann auch schnell in den zweistelligen Prozentbereich gehen. Hier sind wir 10% runtergelaufen. Wenn wir uns das Thema hier Ende Dezember anschauen, waren wir 20% unter Wasser oder über 20%. Und das heißt, wenn man eben hier einsteigt, muss man eben auch mit solchen Schwankungen da umgehen können, natürlich. Aber nichtsdestotrotz spannender Aufwärtstrend, spannende auch Volumensentwicklung, denn es geht in den letzten 3 Monaten, insbesondere seit Anfang Dezember oder Ende November, auch vom Volumen her in der Tendenz aufwärts. Dann haben wir noch die GK Software. Hier ganz kurz neues Hoch, kleinerer Durchbruch, der passiert ist. Und die Deutz, die wir uns jetzt auch nochmal anschauen, die ich auch sonst in der Kursliste mitgebracht hätte. Die Deutz zieht auf neue entsprechende Jahreshochs. Und wenn wir uns das anschauen, ist sie auch drauf und dran, hier einen Abwärtstrend möglicherweise durchbrechen zu wollen. Da müsste sie aber noch in Richtung 6,20 laufen. Das ist noch ausgeblieben und dann haben wir hier diesen Abwärtstrend seit 2019 gebrochen, der angefangen hat mit so einer starken M-Formation und da ging es dann, wenn man so will, dreiwellig nach unten. Jetzt hier möglicherweise der Sprung nach oben, der dann da stattfindet. Schauen wir jetzt mal auf die Anlagetrends. Was gibt es denn da heute? Und die Liste lädt so langsam. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch so das Thema sein in den nächsten Wochen. Sollte man auch durchaus schauen, wo man quasi reingeht und wo man es vielleicht mal lässt. Da haben wir viele Aktien, die eben extrem schwanken. Jetzt hier sowas wie Riot Blockchain, natürlich auch ein Zukunftsthema. Blockchain steht ja hier drin, schon im Namen, die jetzt hier auch entsprechend hochziehen. Wenn man sich aber dann auch mal anschaut, okay, was machen die eigentlich für einen Umsatz? 2019 noch 6 Millionen, jetzt 2021 werden 158 Millionen entsprechend angenommen und die hat einen Marktwert von über einer Milliarde. Irgendwo wird einem dann da doch durchaus schon schwindelig an der Stelle und insbesondere nach so einem Kursanstieg ohne nennenswerte Konsolidierung ist ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt immer natürlich hochrisikoreich, denn da kann es dann auch durchaus mal passieren, dass sie da 30, 40, 50% mal abgibt und irgendwer quasi dann auch Gewinne mitnimmt und da mal rausgeht. Also hier wird es aktuell viele
Themen so geben, was eben auch ziemlich hoch bewertete Aktien angeht. Bloomberg hat einen Bericht rausgebracht, dass wir jetzt auf einem fast Rekordniveau sind, was auch Investitionen in Penny Stocks oder vergleichbar ziemlich wenig kursseitig preiswerte Aktien angeht, also irgendwo im Bereich von einem Dollar, zwei Dollar, so hoch wie zuletzt eben in den 90er Jahren. Und da muss man dann eben auch drauf schauen, wenn man mal so einen Zug verpasst hat, nicht sofort aufspringen. Vielleicht ist er schon an der Endhaltestelle und fährt wieder zurück. Daher immer mal wieder schauen, dass man auch auf der richtigen Seite steht und zur richtigen Zeit dann eben auch investiert. Was hier spannend ist jetzt in der Liste, wir hatten letzte Woche die Nintendo, sie hat heute auch wieder ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht. Sie arbeitet an dem Ausbruch, also Gaming. Und ich hatte ja letzte Woche erwähnt, die Nintendo, diese Switch, die sich da immer noch besser verkauft, obwohl sie ja durchaus älter ist als diese Next-Gen-Konsolen von Sony und auch von Microsoft, also die PlayStation 5 und die neue Xbox, wie auch immer sie jetzt heißt. Das also auch spannend, Nintendo sich hier ganz gut aufgestellt. Dann haben wir noch so ein Müllentsorgungsthema, diesmal aus Europa. Schau mal, ob wir hier bessere Kurse bekommen. Alba SE ist mir bis jetzt kein Begriff. Und wenn ich mal auf das Volumen schaue, will ich wahrscheinlich auch nicht drauf gucken. Deswegen machen wir die mal zu. Kleinerer Wert scheinbar, aber auch hier Müllentsorgung, was da im Fokus steht. Blockchain, Marathon Patent Group, hier auch ja fast so zu betrachten wie vorhin Riot Blockchain. Da haben wir eben auch den Schwung nach oben gesehen. Da frage ich mich auch, ob ich überhaupt sehen will, was die eigentlich an Umsatz machen. Eher nicht. 200 Millionen ist geplant. Immerhin moderater bewertet als Riot Blockchain, aber auch hier entsprechend hoch bewertet. Dann hatten wir letzte Woche auch die Adyen, also hier quasi damals der Wirecard-Konkurrent aus den Niederlanden. Aber im Gegensatz zu Wirecard ist das hier eine Erfolgsgeschichte und auch eine tatsächliche. Und hier gab es dann eben den Durchbruch letzte Woche über diese Konsolidierungsbewegung hinaus, über die 2000 Dollar. Und mit guten Zahlen ging es dann nach oben. Jetzt ein paar Tage seitwärts, aber Kursmomentum ist da auf jeden Fall drin. Und daher kann man sich die auch durchaus nochmal anschauen, auf die Watchlist legen. Etienne, günstig bewertet ist die da natürlich auch nicht. Das muss man auch dazu sagen. Aber für Trendfolgetrades kann das natürlich spannend sein. So, gerade ist mir noch aufgefallen, genau die Softbank. Die Softbank hier als japanische Aktie. Auf neue 52-Wochen-Hochs, auf neue Allzeithochs damit. Auch wenn ich hier mal rauszoome, waren sie nie höher. Also hier eine Aktie, die ja quasi als Venture Capital Geber auch unterwegs ist, auch viele Beteiligungen hat. Auch zum Beispiel der Arm sozusagen von Arm. Denn da will ja Nvidia das Unternehmen Arm übernehmen. Im Portfolio von Softbank enthalten. Schauen wir mal, ob das denn auch verkauft werden darf. Arm, da gab es ein bisschen Widerstand von anderen Tech-Unternehmen, die sagen, wenn Nvidia Arm übernimmt, werden die zu gewichtig und das muss verhindert werden. Schauen wir mal, ob das so passiert. Und dann haben wir hier das Thema.
dass hier die Softbank da auch durchaus mit einem warmen Geldregen rechnen kann. Sie sind ja auch noch woanders investiert, zum Beispiel Yuba war es, wenn mich das nicht täuscht. Und die haben ein entsprechendes Produktportfolio von jüngeren Aktien beispielsweise auch dabei. Und von daher Softbank als Beteiligungsunternehmen auf dem Vormarsch. Dann haben wir JD.com, China-Unternehmen, die an der US-Börse sind, und JD, die hier im Bereich E-Commerce unterwegs sind, auch mit neuen Hochs. Wir haben ja eine andere Aktie gesehen, vielleicht hat das der ein oder andere von euch verfolgt, Ehang, da nur ganz kurz dazu, die sind gestern um über 60% abgeschmiert, da gab es eine Short-Seller-Attacke und heute sind sie wieder 30% nach oben gelaufen erst einmal, aber der Short-Seller sagt, dass da auch viel gemauschelt wird, nicht nur mit Zahlen, sondern eben auch mit den Produkten. Die stellen da solche quasi Passagierhelikopter her, also dass man da so Flugtaxis hat. Und da ist wohl viel gemauschelt, sagt der Shortseller. Also da einfach mal auf eine Rückkehr auf alte Hochs zu setzen, das ist dann eben das ins fallende Messer greifen. Also ich würde da an meiner Stelle, bin ich da vorsichtig, steigt da sicherlich nicht ein. Und solche 60% Kursabschwünge sind dann durchaus mit Vorsicht zu genießen. Shortseller in dem Falle, da gab es ja die Diskussion, die wir ja auch geführt haben, braucht es Shortseller oder braucht es nicht, um Betrug aufzudecken, braucht es öfters mal Shortseller, denn das haben wir bei Wirecard gesehen, das haben wir auch bei anderen, auch bei Pharmaunternehmen beispielsweise schon mal gesehen, hier möglicherweise auch. Das ist dann das Research der Shortseller, die da eben auch noch mal eine Ecke weitergehen, als es Prüfer machen. Und von daher schauen wir mal, ob sich das dann eben auch bewahrheitet oder auch nicht bewahrheitet. Aber wie es immer so schön heißt, so ein Fünkchen Hoffnung oder was heißt Hoffnung, Fünkchen Wahrheit ist da sicherlich mit dabei. Dann die Lenovo zieht jetzt in der Euro-Indikation auch auf neue Hochs. Lenovo, die Laptops, die hergestellt werden, auch nicht ganz so günstig. Arbeite hier auch gerade mit einem ThinkPad von Lenovo und hier gehen sie nach oben, haben jetzt auch letztens eine neue Produktgeneration gelauncht und sind da auf dem Vormarsch. Also mit den Produkten, also ich selbst mit dem Firmenlaptop bin ich da sehr zufrieden auch, der läuft gut und eben auch solche Programme wie die Webinar-Software einwandfrei, wenig Probleme damit, das muss man auch mal loben an der Stelle, da gibt es auch andere Laptop-Hersteller, wo man nur Probleme mit hat, das weiß ich auch aus dem privaten Bereich und insofern hier Lenovo, auch asiatisches Unternehmen natürlich, mit neuen 52 Wochen Hochs, da geht es nach oben, also auch eine Erfolgsstory, die an der Stelle weitergeht. Auch hier ein Monat konsolidierend, ohne neue Hochs so wirklich, aber heute ging es dann doch wieder nach oben. The Andersons ist mir vor einigen Wochen schon mal in einem Scan aufgefallen. Biokraftstoffe ist jetzt hier das Trendthema. Und hier sehen wir es, dass die unter anderem da mit dabei sind. Trade, Ethanol, Plant Nutrient und Rail. Also einiges auf der Strecke sozusagen, was das Unternehmen hat.
und heute 8% im Plus, über $26 gestiegen die letzten Tage, auch gerade so klein, also der ein oder andere kennt die vielleicht nicht, aber die haben hier 2019 8 Milliarden, 2020 7,6 Milliarden Umsatz gemacht und jetzt für 2021 auch nochmal 7,9 Milliarden geplant. Und damit also ein recht ordentlicher Player am Markt an der Stelle, auch beim Thema Biokraftstoffe unterwegs, wo wir ja in den vergangenen Monaten mit Verbio, mit Crop Energies auch in Deutschland Vertreter hatten, die da eben gut unterwegs waren und die Andersons jetzt mit der Tendenz, wenn ich mal in den Wochenchart gehe, auch hier neue, zumindest jetzt hier ja fast anderthalb Jahreshochs zu machen, immerhin. Und auch hier hieße oder wäre das Thema Abwärtstrend durchbrechen. Jawohl, das ist jetzt passiert und jetzt sind sie da nochmal an einem kleineren Widerstand, der in der Vergangenheit zumindest für Verkaufsdruck gesorgt hat, nämlich bei 28,82. Und mal schauen, ob sie sich da nochmal drüber bewegen können oder aber nicht. Auf jeden Fall hier Biokraftstoffe ja ein spannendes Thema für die Zukunft. Jetzt machen wir das aber mal weg, wenn wir hier noch zwei oder drei Unternehmen rausziehen. Einmal Thal Education, also das Thema entsprechend E-Learning ist hier angebracht. Die hatten wir auch, ich meine, letzte Woche, korrigiert mich, wenn es falsch ist, und mit dem Durchbruch hier in Verbindung gebracht. Das ist gelungen. Es kommt der kleine Rücksetzer, der stattfindet, die Kurslücke, die hier zugemacht wird wohl. Und dann schauen wir mal, ob sie sich hier über das Niveau halten kann. Idealerweise dreht sie mit einer Kursformation, mit einer Candlestick-Formation, einem Hammer oder ein Bullish Engulfing beispielsweise, das sich dann in den kommenden Tagen entwickelt und zieht dann wieder nach oben. Dann würde es nochmal eine Chance geben, um hier einen Einstieg zu finden. Dann noch die Fabersoft. Die hatten wir letztes Jahr häufiger mal beobachtet, seit November aber in so einer Seitwärtsphase eingetaucht. Jetzt macht sie sich wieder ran, nach oben zu ziehen. Hier eher in Richtung Service-Software auch für das Thema Ämter unterwegs. Und wenn man natürlich Staatsaufträge oder ja, Regierungsaufträge bekommt, dann eben Ämter zu digitalisieren beispielsweise, dann hat man da vieles erreicht, denn das ist eigentlich ein sicheres Geschäft sozusagen. Und die Fabersoft, die mischt da ganz gut mit und könnte eben Zuschläge bekommen in diesen Bereichen, um hier die Software und die Entwicklung und Wartung zu übernehmen. Und das sind natürlich dann immer wieder lukrative Verträge, insbesondere weil man dann häufiger auch mal etwas mehr verlangen kann an Kohle als bei Einzelunternehmen, sage ich jetzt mal. Und so macht sie sich auf, den Durchbruch hier zu schaffen, möglicherweise die Hochs aus dem November, die da nochmal im Feuer stehen. Schauen wir mal, ob sie es schafft oder nicht. Und letzter im Bunde, heute aber dann doch wieder 6% im Minus, Silvergate Capital, hier auch im Bereich Blockchain und Krypto unterwegs. Und hier sehen wir Banking Loan Services. Da heißt es eben auch, dass viel von dem Thema eben Krypto, Bitcoin insbesondere, da auch eine große Rolle spielt bei Silvergate. Aber jetzt haben wir hier natürlich auch ein Unternehmen, was ziemlich stark nach oben geschossen ist, wo wir dann bewertungstechnisch so langsam auch an die Grenzen kommen bei den geplanten Umsätzen, selbst bis 2024, wenn wir eine mehr als Verdopplung haben im Umsatz, ist das Ganze doch immer noch recht hoch und sehr hoch bewertet. Und von daher, wenn es mal deutliche Rücksetzer gibt, wenn vor allen Dingen Risk-Off mal kommt an den Märkten wieder, das haben wir ja jetzt noch nicht,
Also, dass man eher in defensivere Titel geht, dann könnte Silvergate da eben auch negativ von profitieren, sage ich jetzt mal. So, ich schaue mal gerade nebenbei noch auf ein paar Fragen, die reingekommen sind. CD Projekt. War ja auch so eine gehypte Aktie wegen eines Videospiels. Da, jetzt war sie da. Nehmen wir einfach mal die Euro-Indikation polnischer Titel. Aber hier sehen wir auch ganz gut, was hier passiert ist. Ist einfach auch nach unten gelaufen. Und dort hat sie sich noch nicht wieder erholt. Also ganz einfach, ganz schnell nehmen wir vielleicht auch noch die polnische. Lotti, genau. Na, geht's oder geht's nicht? Nein, leider zu wenig Kurshistorie. Na egal, gehen wir hier hin. Dann sehen wir nämlich auch ganz gut, was hier passiert ist. Schöne Umkehrformation, die wir hier haben. Eine Doppeltopformation. Und die Doppeltopformation, die hier hinunterreicht in Richtung 71, also haben wir hier ungefähr ja, 34 Euro in dem Falle Kurspotenzial nach unten von 71. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sind wir hier eher in Richtung nicht nur 41, sondern auch nochmal 30 unterwegs, wenn wir hier die Kurszielbestimmung nehmen. Da wären wir bei 37, was es dort eben auch noch geben kann. Wenn wir nur die prozentuale Geschichte nehmen, ungefähr 32% runter, dann wären wir im Bereich von 47 Euro, wo es dann nochmal hingehen kann. Also hier sieht man auch ganz klar, ganz klare Buying Climax, also hier nochmal hochschießen und dann ging es extrem nach unten mit starkem Volumen. Das spricht eben auch für diesen Trendwechsel, der stattgefunden hat. Hier mit einem kurzen nach oben schießen, hat sich die Aktie aber nur zeitweise erholt, und ist jetzt hier mehr oder weniger gereboundet in Richtung 80 und dann jetzt auch schon wieder schnell runtergelaufen. Also hier, bin ich eher skeptisch, dass die sich da nochmal so stark erholen kann an der Stelle. Und insofern haben wir hier auch eine Aktie, die einfach in der Vergangenheit auch durch dieses Cyberpunk-Spiel gehypt wurde. Aber was steht dahinter am Ende des Tages, wenn man sich das anschaut, dass die jetzt auch wieder absinken werden mit ihren Erlösen. Und das Problem hierbei ist auch ganz einfach, die haben einfach nicht eine große Pipeline. Die haben eine Pipeline, die viel zu klein ist an Spielen. Und von daher haben wir hier einen Wert, der an der Stelle einfach auch dorthin zurückgeht, wo dann vielleicht auch eine faire Bewertung liegt. Also kurstechnisch gesehen, das, was die Aktie hier macht, lädt das nicht gerade ein, um einzusteigen an der Stelle. Und von daher, selbst mit Patches und alles Mögliche, muss man mal schauen, ob hier die Reise mit einem einzigen Spiel, und das ist es ja dann quasi, und dann haben sie noch The Witcher, dann so ist, dass so eine Bewertung gerechtfertigt ist. So, jetzt schauen wir noch mal kurz auf deutsche Aktien, dann kommen wir noch mal zu weiteren Fragen. Und was denn hier unterwegs ist,
Die NKWs letzte Woche noch angesprochen, dass da eher in Richtung 20 geht und genau das hat sie dann auch noch gemacht. Ist da unterhalb von 20 unterwegs gewesen, in Richtung 100-Tageslinie jetzt auch und macht eben das, was befürchtet wurde, nämlich erst einmal nach unten laufen und diese ja auch entsprechende kleinere M-Formation, die wir hier haben, Doppeltop-Formation, die sich dort hin eben erstmal aufgeladen hat. Und jetzt heißt es aber nur, weil das Kursziel bei 2050 ungefähr erreicht worden ist, dass sie jetzt wieder nach oben durchstartet. Nein. Häufig hat man das, dass wenn wir eine Umkehrformation da oben haben, dass wir auch möglicherweise erst einmal auf eine Umkehrformation hier unten warten sollen. Vielleicht spiegelt sich das auch nochmal so wider, dass wir auch nochmal so eine W-Formation dann bekommen. Also quasi klassisch umgedreht, aber jetzt aktuell auch mit dem, was jetzt am Freitag und seit Montag wieder passiert ist, noch nicht so wirklich quasi Entwarnung zu geben bei der Encarvis. Insofern sollte man da schauen, was hier noch passiert. Also diese entsprechenden Kerzen jetzt deuten noch nicht darauf hin, dass es schon das Ende sozusagen der Fahnenstange war. Idealerweise auch darauf achten, wo dann Umkehren stattfinden, sei es jetzt so eine W-Formation, sei es eine Candlestick-Formation, aber aktuell kann man hier dem Kurs noch nicht wieder Stärke entnehmen und das ist es, worauf man warten sollte. Insgesamt haben wir in den letzten Tagen aber sowieso gesehen, dass viele dieser Werte, die im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind, jetzt erst einmal runtergelaufen sind. Wir werden auch gleich noch auf Amerika schauen und da auch noch den einen oder anderen Wert sehen, dass es da erst einmal konsolidierend unterwegs war. Aber gucken wir erst mal auf noch deutsche Aktien, die hier spannend sind. KWS Saat. Ja, der DAX 1% im Minus, KWS Saat kann sich da im Plus halten und die machen sich jetzt auf, auch eben hier so einen Durchbruch zu schaffen. Agrarspezialist ist KWS Saat ja und die Corona entsprechenden Hochs, die Vor-Corona-Hochs und auch eben jetzt die Nach-Corona-Hochs schon längst hinter sich gelassen wieder. Jetzt haben wir hier das Thema, wenn ich in den Wochenchart gehe, wo sind wir da? Ja, genau, nämlich bei dem Hoch aus dem Jahre 2017. 76,63, da willst du nicht so wirklich drüber gehen. Das wäre also so ein Big Picture Breakout, der auf die KWS Saat wartet. Und damit hätten wir eine große, gute Chance, dass sich eben hier die Aufwärtsbewegung auch weiter fortsetzt. Also eine Breakout-Situation, die da an der Stelle anstehen würde. So, ich schaue mal weiter runter. United Internet und 1 und 1 Drillisch, das sind so die beiden Aktien, wo man jetzt möglicherweise auch wieder noch drauf achten kann. Die haben sich ja jetzt mit Telefonica geeinigt, das Netz auch weiter zu benutzen, werden jetzt hier auch neue starke Kraft, was das Thema 5G angeht, in Deutschland und United Internet. Das hatte ich ja schon einmal erwähnt, als sie hier ausgebrochen sind, endlich mal aus dieser Range, aus dieser Tagesrange von Mitte September, diese große Kerze, die wir hier hatten, dass dann eben das Kursziel hier in Richtung 40 lauert, nämlich die Kurslückenschließung. Und nicht vorher, sondern eben bei einem solchen Durchbruch. Und da hat sie sich jetzt schon mal hinmanövriert, ist da noch nicht rangelaufen komplett. Aber das kann dann natürlich noch die nächsten Tage folgen und dann eben perspektivisch auch wieder, dass Dividenden ausgeschüttet werden, die auch ansprechend sind. Das wurde jetzt ja durch diese 5G- und Frequenzauktionen im letzten Jahr dann ad acta gelegt, erstmal die Dividende, weil man sich da finanzieren musste.
um für 5G eben genug Kohle zu haben. Dann die L'Oreal, ja, defensiver Wert aus Frankreich. Immer wenn ich darüber spreche, auch mit Bekannten, kenne ich fast keinen, der kein Produkt von L'Oreal zu Hause hat, sei es jetzt hier irgendwelche Shampoos oder sonst was. Hier haben wir eine Aktie, die auch so einen 3-4-Monats-Durchbruch plant, noch nicht geschafft hat und das möglicherweise noch vollziehen kann. Grundsätzlich hier Konsumgüter und Konsumgüter bei L'Oreal hier auch sehr gut gelaufen, haben ja auch ein bisschen Luxus mit dabei im Portfolio und hiermit eine Aktie, die entsprechend auch recht schwankungsarm, sage ich mal, langfristig steigt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich die jetzt auch selbst im Portfolio habe, um hier dem auch noch gerecht zu werden. Also umso besser, wenn sie dann nach oben durchbricht. Schauen wir mal, ob sie es überhaupt schafft. Hier hat man übrigens bei so einer Aktie, die L'Oreal, wenn man Neuaktionär wird, sicherlich interessant, kriegt man irgendwann ein Schreiben, ob man die L'Oreal-Aktie nicht umtauschen will in andere Aktien von L'Oreal, die aber nicht frei handelbar sind. Damit müsste man dann langfristig quasi leben. Es dauert dann, wenn man wieder in die normalen L'Oreal-Aktien umtauschen will. Und das vielleicht auch ein solches Geheimnis von dieser Aktie, warum sie da konstant eher nach oben läuft, weil einige von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Denn das heißt, als Gegenleistung gibt es da nach, ich glaube, 2 Jahren oder so mehr Dividende. Ja, und wenn wir nach Europa schauen, dann haben wir nicht nur so eine L'Oreal, sondern eine Hermes International, Luxusgüterkonzern, die ja auch ausgebrochen ist über 900. Und wenn wir hier dieses Thema schwankungsarm nach oben ziehen bei der L'Oreal haben, dann kann man sich mal den Chartverlauf von der Hermes anschauen. Seit 1994, da war sie bei, das Beispiel bringe ich immer wieder gerne, bei 8. Jetzt ist sie bei 900. Also nicht nur ein 10-Bagger, ein 100-Bagger in eben 26, 27 Jahren. Also da kann man auch von sprechen, jawohl, wer seitdem dabei ist, der hat vieles richtig gemacht, nämlich einfach buy and hold. Und so hat die Hermes International eben hier Aufwärtsdrang noch und nöcher. Unsere Pernod Ricard steht hier auch vor einem Durchbruch, der jetzt hier eigentlich auch schon der größere vollzogen wurde. Hier, dann gab es wieder den Abverkauf, jetzt hier nochmal die nächste Chance da nach oben. Also Promille fürs Depot mit Pernod, das wäre hier die Geschichte, die man hat. Und sie haben sich auch noch nicht so ganz von der Corona-Pandemie, von dem Corona-Crash auch erholt. Das hat sich auch in den Geschäftsberichten entsprechend wieder gelesen. Und hier muss man sagen, dass sie sich etwas besser auf den Weg machen, die Corona-Pandemie sozusagen für sich ad acta zu legen. Es wurde dann im Laufe der letzten Monate auch wieder mehr geordert. Pernod Ricard hat hier sicherlich auch den Vorteil als Spirituosenhersteller, die auch einen Online-Shop haben, dass sie also nicht nur von dem klassischen Supermarktgeschäft oder Spirituosengeschäft in Läden abhängig sind, sondern dass man auch bestellen kann und damit eben auch so ein bisschen so ein Direct-to-Consumer-Ansatz mit dabei ist und dass das auch so ein bisschen hier die Aktie, wenn man so will, gerettet hat. Dass hier auch ein ziemlich verlässlicher Dividendenplayer. Also haben wir jetzt hier auch wieder ein paar Aktien mitgebracht, die durchaus auch langfristig interessant sein können, die jetzt nicht die Ten-Bagger innerhalb von 6 Monaten werden, womit man aber eben langfristig ganz gut unterwegs sein kann. Also Pernod Ricard auch spannend.
Dann haben wir die Rio Tinto. Die hatten Zahlen gebracht, ich glaube heute sogar. Und die haben recht gute Zahlen gebracht. Bergbauunternehmen, wenn man so will, Rohstoffe. Hier heißt es eben, dass die anziehenden Rohstoffpreise natürlich auch beflügelnd sind. Das hat sich im Geschäftsbericht widergespiegelt. Und die Aktie will jetzt hier möglicherweise auch ausbrechen über die Dezember. Und ne, Januar-Hochs sind es tatsächlich gewesen. Januar-Hochs, die hier unterwegs waren bei 63, 76. Und schauen wir mal ein bisschen in die Historie. Sehen wir auch so eine Rio Tinto, die hier auf Rekorden unterwegs ist mit den aktuellen Kursniveaus. Wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche auch die Albemarle. Das war im Bereich Lithiumabbau. Und ich habe letzte Woche die Antofagasta angesprochen. Wo haben wir sie denn hier? Auch 4% im Plus, die jetzt hier auch nach oben zieht. Leider nicht die Indikation. Die Pfundindikation dabei, aber nichtsdestotrotz neue Hochs gemacht, auch hier im Bereich Bergbau in Chile unterwegs. Also da haben wir nicht nur die, wenn wir gleich nach Amerika schauen, auch andere, die in solchen Bereichen unterwegs sind. Ja, was bleibt noch aus Deutschland für morgen sicherlich zu betrachten? Die Warta. Die Warta bringt morgen die Zahlen, die vorläufigen Zahlen für 2020 und die werden wohl noch eine andere Ankündigung machen, was das ist. Mal schauen. Und heute erst einmal rausverkauft, -5%. Das sieht man häufiger vor Zahlen, wenn man sich dazu unsicher ist als Marktteilnehmer, dass man da auf die Bremse tritt oder aber, dass man hier als Institutioneller mal so eine Verkaufswelle abge oder eingeleitet hat, dass die schwachen Hände rausfliegen. Und dass man dann vielleicht günstiger nochmal reinkommt, sollten die Zahlen gut sein. Das wird also morgen spannend zu beobachten, wie es einmal ausfällt und wie dann diese Ankündigung aussieht. Schaut mal auf die Facebook-Seite von Warta, da steht dann sowas, der Independence Day ist dieses Jahr am 18.02. Mal gucken, morgen wissen wir, was das heißen soll. Ich schaue nochmal auf meinen Zettel, den ich hier mir daneben gelegt habe. Norsk Hydro. Hier haben wir auch schon mal vor einiger Zeit hier jetzt die norwegische Kronindikation. Auch hier steht ein Durchbruch an, der noch nicht gelungen ist. Das also auch eine entsprechende Geschichte. Im Januar ging es erst abwärts, jetzt aber wieder in Richtung Hochs, die wir hier hatten und die haben sich ein sich selbst versorgendes ja, Kraftwerk sozusagen auch mal gebaut, da wo dann mit Hilfe von Wasserstoff zum Beispiel auch das Ganze betrieben wird und hier seit den Tiefs im März die Aktie extrem auf dem aufsteigenden Ast dann eben auch seit dem Tief eben auch jetzt verdoppelt. Also eine spannende Aktie möglicherweise für die nächsten Wochen, wenn der Durchbruch denn gelingt. So, jetzt wieder der kurze Break gleich US-Aktien und daher schaue ich nochmal auf die Fragen. Hier eine, die ich eh mitgebracht habe. Wie sieht es denn eigentlich bei der Plug Power aus? Und die Plug Power ist ja natürlich auch extrem gut gelaufen. Das ist jetzt hier auch so ein Kandidat, der in Anführungszeichen eben genau das Potenzial hat, mal 30, 40% runterzugehen, weil sie eben auch schon hoch bewertet sind. Sie haben sich zwar nochmal Geld beschafft, extrem viel in den letzten Wochen, um eben auch in andere Regionen zu wachsen. Aber wenn man sich das anschaut, jetzt mit
17 Milliarden, ich glaube eigentlich waren es 23 Milliarden bewertet. Mal noch gucken, ob die Zahlen passen hier noch vom Börsenwert. Und das bei einem Umsatz von 300 Millionen, 450 vielleicht erwartet in diesem Jahr. Das ist schon extrem viel. Und da, dass sie eben noch kein Geld verdienen, kommt auch noch dazu. Also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es eigentlich gar nicht, aber ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 70 ist halt eben auch extrem. Und sie ist eben auch extrem gut gelaufen, aber jetzt kündigt sich hier eine kleinere Umkehr an. Die kleinere Umkehr aber auch nur, weil die Kerzen so klein aussehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht größere Auswirkungen hat. Nämlich sowas wie eine Schulterkopf-Schulter-Formation. Es hätte ein Doppeltop werden können, das ist aber ausgeblieben. Und so haben wir hier den Kopf jetzt mit dem zweiten Pfeil und dann an der Stelle auch hier die rechte Schulter. Was eben sehr stark zu beobachten ist, genau das, was wir sehen, linke Schulter, höchstes Volumen, Kopf zwar noch etwas höher, aber dann doch nicht mehr so hoch. Und jetzt wackelt sie auch ein wenig nach unten. Jetzt haben wir hier auch das Potenzial, dass wir hier nochmal zurückkommen. Hier waren wir bei 76 und sind runter auf 60 in der Nackenlinie. Und wenn wir das nach unten abtragen, 16 Dollar von hier oben 62, dann sind wir irgendwo bei 46, wo es da auch nochmal hingehen kann. Also Richtung 50 Tageslinie und etwas runter, dass die Möglichkeit bei der Plug Power, die sich dann einfach auch mal diese Pause nehmen muss an der Stelle, weil eben die Bewertung auch so hoch ist und wo man dann eben hier ein solches Potenzial auch durchaus hat, was sozusagen gerechtfertigt ist, dann muss man eben auch wieder schauen, was an diesen Stellen auch passiert. Und ähnlich wie ich es vorhin gesagt hatte bei einem anderen Wert, dass wir hier auch wieder einen Dreh sehen, dass der Kurs sich eben auch wieder erholen kann. In dem Falle zum Beispiel eine Kursformation hier unten oder aber eine Candlestick-Formation, die auftritt. Schauen wir mal. Aktuell eher Konsolidierungsmodus. Das Thema Konsolidierungsmodus ist aber auch das richtige Wort. Wenn man sich die Volumensentwicklung anschaut, dann flacht sie ab. Dann ist sie jetzt nicht so, dass wir hier panikartige Verkäufe haben, sondern das sieht dann eben nach einem systematischen Abverkauf aus, was für eine solche Konsolidierung spricht und nicht, dass wir hier eine komplette Umkehr haben. Ja, SunPower ist da jetzt auch noch angefragt worden. Ist so ein, auch ein ähnlicher Kandidat. Hier haben wir die SunPower, die sich eben auch seit Sommer, wenn wir jetzt einfach nur Sommer betrachten, da war sie noch im einstelligen Bereich bei 5 Dollar ungefähr. Wenn wir uns hier mal Zahlen aus dem Juni uns anschauen und dann ist sie auf 50 gelaufen. Also die hat sich eben auch verzehnfacht in einem halben Jahr, etwas mehr als einem halben Jahr. Und dann heißt es auch hier, kann dann eben eine Konsolidierung einsetzen. So wie sich das jetzt darstellt, würde mich hier jetzt was Dreiwelliges nicht wundern. Also, dass wir hier idealerweise so eine 1-zu-1-Bewegung erleben, wie wir das hier hatten. Und dass wir das hier nach unten auch nochmal nehmen. Dann wäre das hochinteressant. Dann hätten wir so eine ABCD-Formation. Fragezeichen muss man da ja noch dran machen. Und dann wäre das Potenzial, dass wir uns hier nochmal hinbewegen, also fast in Richtung Allzeithochs oder eben die zumindest 52-Wochen-Hochs. Und was häufig bei solchen Formationen dann eben auch passiert, dass wir dann auch dort weiter nach oben ziehen. Also das wäre hier ganz spannend zu betrachten. Das heißt, 1-zu-1-Bewegung, wir nehmen hier diese Strecke, die wir hier hatten, da war sie oben bei 57, 52 und hier unten bei 38.
Also ja, nicht ganz 20 Dollar, 19 Dollar. Dann ist sie hier nochmal hochgelaufen auf 51 und das Ganze hier auch nochmal nach unten. Dann würde sie hier auch nochmal in den Bereich von 32 vielleicht kommen. Und wenn sie das macht, dann haben wir hier eben auch nochmal entsprechendes Aufwärtspotenzial, wenn wir hier wieder eine Umkehr erleben. Also auch hier ähnlich wie bei Plug Power, dass die Kurse in Richtung 50-Tageslinie laufen können, die nochmal unterschreiten können und hier in dem Falle, dass wir nochmal hier drauf auflaufen können. Zu Konsolidierungszwang sozusagen im Bereich der erneuerbaren Energien und bei der SunPower jetzt als Zwischenunterstützung haben wir hier natürlich dann noch das entsprechende Tief an der 20-Tageslinie, was da zunächst gehalten hat, aber jetzt haben wir die 20-Tageslinie auch unterschritten. Schauen wir mal, was da noch so passiert. Wo die graue Linie gezogen ist, da. Schaue ich nochmal eben. Also wenn du das hier meinst, ich habe sie an dem Tief hingepackt bei 38, wenn das die Mark hatte gerade geschrieben, wenn du die Unterstützungszone meinst, das wäre hier im Bereich von 38. Genau. Jetzt sind hier noch ein paar Fragen auch tatsächlich zu SunPower und Plug Power reingekommen, die dann auch stellvertretend für andere solcher Szenarien beantwortet werden können. Hier eine Frage, wenn man eben Einstieg sucht, auf was sollte man achten? Eigentlich genau das, was ich auch eben gesagt habe. Also einmal, dass wir hier eine Umkehr jedweder Art eben erleben. Entweder, dass wir eine W-Formation erleben, dass wir einen Bullish Engulfing oder einen Candlestick Hammer erleben. Das kann man hier mit den Scans auch gut nehmen. Hier so in der Art ist ein Hammer ausgebildet. Ein Bullish Engulfing wäre, dass wir die Vortageskerze komplett umschließen mit der Kerze, die quasi heute da ist, und dann nach oben ziehen, das Hoch der vorherigen Kerze überschreiten. Das wäre ein Bullish Engulfing beispielsweise. Und dass wir eben aber auch wieder Kursstärke irgendwo erleben an der Stelle. Ein Bullish Engulfing würde das symbolisieren, beispielsweise. Aber solange wir hier uns so nach unten bewegen und orientieren und solange wir so tiefere Tiefs auch machen, gibt es da noch nicht so wirklich viel Anreiz, jetzt schon einzusteigen. Und auf so etwas sollte man dann achten. Die 20-Tageslinie ist jetzt vorbei. Also hier war es jetzt zum Beispiel auch mal so, da ist die Aktie dreiwellig nach unten gelaufen, als wir hier im Dezember unterwegs waren, an der 20-Tageslinie Halt gemacht und wieder gestiegen. Jetzt haben wir hier auch wieder dreiwellig erst einmal die Bewegung nach unten. Idealerweise bleibt das auch dreiwellig. Wenn wir aber jetzt hier etwas erleben, dass es fünfwellig wird, ohne dass wir hier in diesen Bereich nach oben nochmal reingehen, über die 60, dann könnte hier eine komplexere Korrektur erfolgen, die dann auch noch einige Wochen andauert. Also hier bei der Plug Power dann eben schauen, dass wir hier irgendwelche umkehren und eben wieder Kursstärke erleben.
Jetzt werde ich hier auch noch beschimpft. Als Weichei. Aber ich hoffe da natürlich, dass die Aktie gemeint ist. Ja, witziger Name. Weichei Power widerspricht sich so ein bisschen. Natürlich anders geschrieben. Eine Aktie, die hier auch in dem, ich gucke mal gerade, ob wir hier vernünftige Daten haben. Jawohl. Hier sehen wir das, was sie machen. Diesel Engines, Automobiles, Other Major Automobile Components, Import und Export. Na, jetzt wird immer witziger bei der Aktie. Und hier sehen wir dann eben auch gerade im Bereich von Trucks und so weiter aus China die Aktie Wasserstoff und Brennstoff ist da das Trendthema bei der Aktie. Und hier haben wir natürlich auch eine Aktie, die jetzt wie bei der Plug Power auch einen guten Anstieg erlebt hat. Und jetzt auch so ein bisschen an Tempo verliert, wenn man so will, die letzten Wochen. So, jetzt habe ich den MACD noch mitgebracht. Ein bisschen an Tempo verloren hat an der Stelle. Wir sehen es. Das Momentum, das lässt zu wünschen übrig. Jetzt so langsam ist hier nochmal ein höheres Hoch gemacht. Jetzt machen die MACD-Linien da aber auch nicht mehr mit, ein höheres Hoch zu machen. Und jetzt haben wir quasi zweimal sowas erlebt. In der Nähe der oberen Bollinger Bänder haben wir hier mehr oder weniger einen Shootingstar erlebt. Und dann ging es erstmal nach unten. Jetzt nur 2 Tage beim ersten Mal. Jetzt aber auch wieder. Erst einmal eine kleinere 3- bis 10-tägige Umkehr, die jetzt am gestrigen Tage stattgefunden hat. Nämlich dieser Shootingstar und am Folgetag, also heute, ein tieferes Tief. Also grundsätzlich spricht das dann erstmal für eine Konsolidierungsbewegung an der Stelle, ohne dass wir jetzt hier aufschreien müssen, dass der Trend gebrochen wird, der Aufwärtstrend. Nein, also der ist da erstmal weiter intakt und solche Candlestick-Formationen haben dann, wie gesagt, eine Aussagekraft zwischen 3 und 10 Tagen. Wir haben es ja jetzt hier auch gesehen, die Aktie hat, als sie hier beim ersten Mal unterwegs war, 1, 2, 3, 4, 5 Tage lang kein neues Hoch gemacht. Also waren wir da genau in dieser Frequenz drin. Und insofern ist da viel bei der Aktie viel natürlich auch Fantasie mit drin im Kurs, Wasserstoff und Brennstoff. Ich glaube, wenn man heute ein Unternehmen gründet und man nennt es Fuel Cell, dann kriegt man auf jeden Fall bei dem IPO irgendwas an der oberen Preisspanne zugeteilt, sozusagen. Und hier haben wir eben genau so ein Thema. Aber wenn wir mal den Spaß beiseite lassen, der Name reicht ja schon, haben wir hier einfach einen Aufwärtstrend, der sehr stark war. Wir haben steigendes Volumen gehabt. Jetzt haben wir aber eben an der Stelle nochmal eine kleinere Umkehr, die uns hier nach unten führen kann. Erst einmal. Worauf zu achten wäre auf jeden Fall die 250. Das wäre hier so ein Wert, womit ich dann nicht mehr so einverstanden bin, wenn es da runtergehen würde, denn dann könnte noch mal eine Konsolidierung hier losbrechen, die tiefer greifend ist. Und das würde dann insbesondere hier eine Kurslücke, die geschlossen wird, und dann hier vermutlich auch eine Kurslücke, die geschlossen wird, noch mal beinhalten. Soweit muss es nicht kommen, deswegen ist es da wichtig, dass die 250 auch halten. Jetzt aber, wie gesagt, die letzten oder die nächsten paar Tage sieht es erstmal abwärts gerichtet aus durch
diesen Shooting Star an der Stelle. Fundamental hätte ich jetzt auch gerne was dazu gesagt, aber die habe ich mir jetzt in der letzten Zeit fundamental nicht so wirklich angeschaut. Und solange der Trend eben auch besteht, ist es ja ganz einfach. The trend is your friend. Der Trend, der große Trend würde eben erst gebrochen werden, wenn wir hier in Richtung 2,05 nochmal laufen. Jetzt habe ich schon dreimal die Leoni gelesen innerhalb kurzer Zeit und das auch von unterschiedlichen Personen. Was sagen wir dazu? Ja, auch hier wieder 10% minus heute. Ja, das ist heute der Tag oder der schlechte Tag für die Momentum-Aktien, wenn man so will. Leoni gehörte ja auch dazu, die ja auch wieder Kursfantasie entwickelt haben die letzten Wochen und Monate und das dann eben auch noch entsprechend getrieben durch entsprechende Trends. Jetzt haben wir hier leider keine letzten News mehr bei der Leoni, aber hier war ja auch das Thema, dass die Leoni sich zukunftsgerichteter ausrichten möchte. Das soll gelingen. Wenn wir hier auf den Chart schauen, hat die Leoni ja schon auch Statements gesetzt, muss man ja sagen. Hier bei 9 Euro ungefähr hat sie den langfristigen Abwärtstrend hier gebrochen. Dann hat sie sogar noch weiter tiefere Hochs gebrochen. Auch das war gut bei der Leoni und ist jetzt aber eben auch in dem Sinne, wenn man sich das anschaut, ohne Pause gestiegen. Hier um 130%. Ja, da ging es eigentlich nur aufwärts von Tag zu Tag zu Tag, Mini-Konsolidierung, dann weiter aufwärts und so weiter. Also die Aktie ist dann auch mal wieder reif, um zu korrigieren. Und das hat jetzt angesetzt. Und das Ansetzen, wenn es hier runterfällt, das ist auch relativ einfach zu betrachten, bei 12,33, dann haben wir diesen Mini-Trend nach unten hin gebrochen. Das wäre auch gleichzeitig die 20-Tages-Linie. Und dann haben wir hier auch nochmal in Anführungszeichen nochmal das Potenzial in Richtung 10 abzurutschen an der Stelle. Also sie bricht so ein bisschen nach unten weg. Das muss man auch dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wann die oder ob die schon Zahlen gebracht haben. Das wird dann natürlich auch spannend sein. Können die Zahlen und der Ausblick, kann der auch das rechtfertigen, was wir hier im Kurs gesehen haben? Ich gucke mal gerade. Ja, genau. Am 17. März gibt es den Jahresbericht 2020 von der Leoni. Sehe ich gerade auf der Investors Relations Seite. Und damit haben wir noch ein paar Tage Zeit, bis das überhaupt passiert. Also ungefähr einen Monat, um genau zu sein. Ist es bei der Leoni noch hin. Also Konsolidierungsmodus könnte jetzt eben auch dann erst einmal an der Tagesordnung liegen, insbesondere wenn wir jetzt so eine 10%-Kerze haben. Seit langem haben wir das nicht mehr gesehen, so ein minus 10%. Wir haben da auch mal minus 5, minus 6 mal gesehen an einem Tag, aber das ist dann auch schon wieder eine deutliche Erhöhung im Vergleich zu anderen Tagen, wie zum Beispiel hier, würde ich mal vermuten. Genau. Michael hat nach der RWE gefragt.
Was ist damit? Ja, die RWE jetzt auch im wieder Rückwärtsgang, 200 Tageslinie. Da sind wir genau dran, unteres Bollinger Band, und sie macht eigentlich auch da weiter, was so diese ganzen, ja, Green Deal Aktien auch jetzt gemacht haben die letzten Tage. Sie konsolidiert. Das sehen wir, wenn wir auf das Thema auf Vestas Wind, auf Ørsted gucken. Die RWE, die ja auch von Nordex so ein Windpark-Portfolio abgekauft hatte, und sich da eben noch grüner präsentieren möchte, jetzt auch erst einmal in der Konsolidierung unterwegs. Spannend wird es natürlich, was an der 200-Tageslinie passiert. Wenn man den Wochenchart aufmacht, na, sieht man nicht ganz so deutlich. Im Tageschart war es vielleicht besser. Ich mache mal den blauen Stift. Dann haben wir hier so eine 1, 2, 3 Bewegung, die auch idealerweise abgeschlossen wird, auch hier an der Stelle, wo wir hier unterwegs waren, um dann wieder etwas in ruhigere Fahrwasser zu gehen. Aber die Konsolidierung, die eingesetzt hat bei der RWE, die Konsolidierung, die eben noch nicht abgeschlossen ist, wenn man sich die Kerzen anschaut, wo man da eben auch auf eine wie auch immer geartete Umkehr achten sollte. Also rauslaufen aus dem Bollinger Band oder eine komplette Kerze aus dem Bollinger Band. Folgetag macht ein höheres Hoch als der Tag, wo wir rausgelaufen sind. Dann haben wir hier so Rebound-Chancen, so wie wir es hier auch gesehen haben und so weiter. Aber aktuell die RWE noch im Konsolidierungsmodus, langfristig gesehen als Versorger, der sich jetzt auch so ein grünes Portfolio zurechtgelegt hat, sage ich jetzt mal, durchaus einen Blick wert. Und dann ist es natürlich spannender, wenn man da günstiger reinkommt. Schauen wir mal, was die RWE hier macht. Wenn wir das Gleiche ansetzen wie vorhin bei so einer 1, 2, 3 und ABCD-Bewegung, dann hätten wir hier 5 Euro Kurs nach unten, dann wären wir nochmal bei 32, 40 unterwegs ungefähr. Also nochmal 50 Cent nach unten. Idealerweise, wenn es so eine 1 zu 1 Bewegung von dieser Strecke hier wird. Und dann hätten wir auch nochmal 38 Euro Potenzial. Aber solange wir keine Umkehr erleben, kurstechnisch gesehen, muss man auch quasi weiter nach unten auch in die Tabelle schauen. Ja, das kennt man von den Fußballspielen. Ja, immer nach unten blicken. In dem Falle ist es dann auch gerechtfertigt. Erst einmal. So ganz kurz noch auf Aktien, die aus meiner Sicht noch interessant sind die nächsten Tage. Das sind nämlich genau die, die jetzt auch wieder Stärke zeigen. Oder was heißt wieder? Die jetzt Stärke zeigen. Das ist zum einen eine TeamViewer, die interessant ist. Da ist so ein Anker-Aktionär jetzt wieder rausgegangen, hat Gewinne mitgenommen und Aktien verkauft. Was macht die Aktie? Ist erstmal 2% im Minus und schießt dann in der Spitze 6% hoch. Jetzt noch 3,6%. Gleichzeitig zieht die TeamViewer hier hoch über diese Geschichten, über diese Hochs, die wir hier hatten im Oktober, die wir hier hatten Anfang Januar, und hat damit quasi Kursformationen etabliert. Wir haben hier eine große Schulterkopf-Schulter-Formation. Auch hier linke Schulter eher das tendenziell höchste Volumen, im Kopf nochmal ein hohes Volumen, aber dann eben eher weniger und jetzt vor ein paar Tagen wieder ansteigendes Volumen an der Stelle mit Durchbruchsversuchen. Heute wird es natürlich wieder hohes Volumen geben, da wurde ein Aktienpaket oder wird ein Aktienpaket abgestoßen, und damit haben wir bei der TeamViewer genau die Höhe. Man kann hier wunderbar eine quasi Widerstandslinie horizontal ziehen
und die nach oben abgetragen, würde ein Kursziel in Richtung 60 ergeben. Das Tief des Kopfes bis eben zu der Nackenlinie würde hier in Richtung 60 laufen und die Teamviewer, die triggert gerade genau dieses Signal. Dann noch die Airbus. Man kann jetzt auch wieder mehr auf Reopening Stocks achten, die kurstechnisch eben auch was aussagen. Nicht einfach welche, wo man denkt, jawohl, so eine Lufthansa, die muss jetzt wieder steigen. Nein, welche, die eben kurstechnisch was vollziehen. Das ist eine Airbus, die jetzt hier aus dem Quark kommen könnte. Diese Seitwärtsphase, die ellenlange, die wir jetzt hier auch seit November haben, da kann sie jetzt möglicherweise ausbrechen. Das wird sich noch zeigen. Also das mal im Schnelldurchlauf. Dann habe ich noch mitgebracht aus Deutschland, muss ich mal gucken. Genau, Aktien, wo man nicht drauf achten sollte, das nehmen wir das nächste Mal mit. Nee, Amerika wollte ich zeigen. Ah nee, Deutschland war doch noch. Moment, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Eventim gefällt mir aktuell technisch gesehen zumindest. Ja, wir wissen ja natürlich alle Konzerte und so weiter, das ist nicht drin. Aber was mir gefällt, ist, wie die Aktie jetzt auch so ein bisschen mit dem Thema umgeht. Sie zeigt sich da wandelbar, denn vielleicht habt ihr auch diese Medienberichte mitbekommen, vielleicht seid ihr auch aus Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein ist Eventim jetzt dafür da, für die Terminvergabe, was die Verimpfung angeht, weil es eben die Gesundheitsämter oder andere Geschichten nicht so hinkriegen. Digital kann halt nicht jeder und Eventim kann da, gerade wenn wir jetzt bei BioNTech beispielsweise sind, wo es zwei Verimpfungen geben muss, zwei Dosen, die man kriegt, direkt kann man da die beiden Termine buchen, die man haben muss und so weiter. Also die haben sich was einfallen lassen, wie können sie denn hier aus der Krise dann auch rauskommen und vielleicht dabei auch noch das Geschäftsmodell so ein bisschen erweitern, nämlich nicht nur so Tickets und Veranstaltungen, sondern eben auch jetzt hier beispielsweise im Gesundheitswesen sozusagen mithelfen. Und das ist dann natürlich spannend. Und jetzt bricht sie schon aus nach oben, die Nach-Corona-Hochs, die Hochs aus dem November, da wo wir die BioNTech-News hatten am 9.11. mit der Studie Phase 3, wo sie schon hochgelaufen ist, jetzt der Durchbruch nach oben. Also das ist hochspannend, dass das jetzt hier bei der Aktie passiert, eben unter anderem auch aus diesem Aspekt, versuchen sich zu wandeln, sich anzupassen. Und das ist immer etwas, was man als Unternehmen und als Unternehmer machen muss, anpassungsfähig sein, weil sonst wird man irgendwann eben verzerrt. Dann drei Aktien, die man sich anschauen kann. Warren Buffett hat nämlich zugeschlagen. Verizon ist eine davon. Die habe ich in meinem langfristigen Portfolio selbst, muss ich da dazu sagen. Chevron ist eine andere. Die bricht ja auch nach oben aus, jetzt aus dieser Seitwärtskonsolidierung. Auch Buffett hat da zugeschlagen in den letzten Monaten und die Aktie aufgenommen. Und wer war Dritter im Bunde? Marsh & McLennan. Gucken wir mal, da habe ich sie reingepackt, 2% im Plus. Und auch hier könnte sich ein Durchbruch in Richtung 120 anbahnen. Schauen wir mal, ob das gelingt. Und gleichzeitig wäre das das Vor-Corona-Hoch. Insbesondere, also oder besonders die Bedeutung hier hochgewichtet an diesem Niveau. Im September noch ist sie da quasi durchgefallen und hat es nicht geschafft, die 120 zu knacken. Jetzt kann der neue Versuch möglicherweise kommen. Und Reopening Stock, Reopening Aktie Marriott International
Hotels, Hotelgewerbe haben wir hier bei der und sie möchte da möglicherweise auch Durchbrüche schaffen und nach oben gehen. Jetzt ist ja Amerika weiter in der Verimpfung als quasi auch Deutschland und so weiter. Marriott könnte hier auch eine größere Rolle in der nächsten Zeit spielen. Worauf man auch achten sollte, Banken in den nächsten Tagen, wenn die Banken nach oben ziehen, das haben wir bei Goldman gesehen, das haben wir bei JP Morgan gesehen, das haben wir jetzt in letzter Zeit auch wieder in Deutschland gesehen, bei der Deutschen Bank beispielsweise. Anleiherenditen ziehen an, die Zinsen. Das ist natürlich gut für Banken und daher sind sie hochgelaufen. Jetzt habe ich hier die Wells Fargo mit dabei, ist ja auch so eine Buffett-Aktie und sie bricht jetzt hier auch mal nach oben aus. Das ist so ein bisschen der Nachzügler, die haben es da ewig nicht geschafft. Da sieht eine Goldman viel besser aus, charttechnisch gesehen, muss man sagen. Aber jetzt kommen sie auch mal so ein bisschen aus dem Quark. Bei 36 sind sie jetzt, brechen nach oben aus und profitieren dann natürlich auch davon, dass eben solche Zinsen ansteigen, 10-year Treasury Yields in den USA, die da eine Rolle dabei spielen bei den Banken. Tractor Supply bricht aus. Jetzt sind wir ja gerade im Turbo-Modus, so ein bisschen. Bei Traktoren ist das sicherlich nicht der Fall, aber bei der Aktie gerade. Und bei 170 sind wir da. Jetzt hier kleinere Konsolidierung, die hier war, aber so wirklich rausgekommen aus diesem 160er Bereich sind sie eigentlich lange nicht. Seit August dümpeln sie eigentlich seitwärts, wenn man so will. Jetzt aber nicht mehr. Also auch hier eine Aktie, die dort spannend ist. Wenn wir beim Thema Rio Tinto waren, dann können wir auf Freeport schauen. Freeport McMoRan macht auch neue Hochs. Also hier auch das Thema Bergwerk sozusagen mit dabei und auch in Amerika geht das gut. Reopening-Aktie. Nein, nicht in der Liste. Booking. Booking Holdings auch 1,8% im Plus in einem relativ schwächeren Markt. Und sie ziehen jetzt hier auch wieder an ältere Hochs, Januar-Hochs, so langsam hinauf. Und interessanterweise haben die ja schon die Vor-Corona-Hochs durchbrochen. Also das ist ja auch eine Aktie, wo man da dann auch drauf schauen kann, wenn Öffnung der Wirtschaft, Öffnung für Reisen und so weiter wieder da ist, Booking, die App kennt ihr bestimmt oder viele von euch zumindest, dann ist es hier auch ein Thema. Und ansonsten gilt eben für solche Tage wie jetzt auch mal schauen, welche Aktien da eben Stärke zeigen. Expedia, auch Reopening Stock, läuft nach oben, 5% Ausbruch nach oben. Also hier spielt man schon sehr stark mit dem Gedanken, dass es dann wieder Perspektiven gibt. Walt Disney, auch in einem meiner Portfolios, sage ich jetzt auch nochmal dazu, wird sicherlich nochmal spannend. Die verbreitern jetzt ihr Angebot, was das Thema Disney Plus angeht. Da gibt es jetzt eine neue Rubrik Star heißt sie. Und dann kommen ganz viele neue Serien, auch so Serien für Erwachsene mit raus, die eben jetzt, keine Ahnung, sowas wie Lost oder wie Walking Dead oder so, die jetzt nicht für Kinder sind. Und das kann da natürlich auch nochmal Wind bringen an die Segel von Walt Disney auf dem Streaming-Schiff, wenn man so will, und dort dann auch nochmal ein paar Abonnenten bringen. Man hat ja da ein gutes Portfolio mit Hulu und mit anderen Streaming-Anbietern, die ja auch im Konzern sind. Und
so langsam quasi packt man das alles mehr und mehr zusammen. Das wird wahrscheinlich die Strategie sein. Travelers, auch hier steht so ein kleinerer Durchbruch an, möglicherweise auch mal drauf achten. Hier haben wir ein wunderbares entsprechendes Short-Signal gesehen bei der Travelers, komplett außerhalb der Bollinger Bänder, so eine Aktie, dann sowas wie ein Doji oder wie ein Shooting Star und am nächsten Tag ein tieferes Tief. Schöne Formation, die dann eben zu fallenden Kursen führt, häufig genug und in dem Falle dann auch 2, 4, 6 Tage tiefer ging es dann danach und erst dann setzte die Erholung wieder ein. Also hier viel, woraus man dann auch lernen kann. Außerhalb der Bollinger Bänder an sich ist gar nicht so schlimm, aber wenn wir dann so eine Umkehrkerze erleben. Auf Procter & Gamble kann man möglicherweise auch wieder achten. Das haben wir hier schon so einen Hammer gesehen, 2 in Folge, wenn man so will, aber jetzt wieder abverkauft worden an der 20-Tages-Linie. Dann schauen wir mal, ob sie da nicht doch noch mal eine Etage tiefer möchte. Auch hier haben wir ja so eine M-Formation gesehen. Ein M heißt, wir können mal schauen, ob wir, nein, haben wir noch nicht, das Kursziel erreicht haben. Nein, das wäre noch in Richtung 123, 124 zu finden. Und Infineon wurde jetzt auch nochmal angefragt. Das ist jetzt dann die letzte Aktie für heute. Wie sieht es denn damit aus? Geht es noch weiter? Geht es zurück? Und Infineon ja auch beim Thema Halbleiter auch mit dabei bei der Rallye, die wir ja gesehen haben bei vielen Halbleiterwerten, KLA, Tencor, Lam Research und wie sie alle heißen, waren ja mit dabei und die Infineon hat sich gesagt, ich will auch dabei sein. War sie auch, ist sie auch und jetzt erst einmal heute ein schwächerer Tag. Aber das Gute ist, wir haben hier zwar eine Kerze gesehen, wir haben einen Short Day, es ist keine so riesengroße Umkehr erst einmal an der Stelle. Am gestrigen Tag und dann eben heute, nichtsdestotrotz auch schwächer, ein Technologietitel, der etwas schwächer ist. Also hier Aufsätze auf die 20-Tages-Linie. In den letzten Tagen fallendes Volumen bei steigenden Kursen war nicht so gut. Erste Schwächeanzeichen waren da. Jetzt haben wir den MACD, der da schon nicht mehr mithalten konnte. Mit dem neuen Hoch am gestrigen Tage, also Pausierung bei der Infineon, sicherlich etwas, was man jetzt hier kalkulieren muss, 20-Tages- und 50-Tages-Linie, die da dann im Raum stehen und dann könnten wir hier im besten Fall einer Konsolidierung eine Seitwärtskonsolidierung erleben, an der Stelle, ohne dass wir hier runterlaufen, unter in dem Falle unter diese 31. Aber wir sehen, es wird ein bisschen luftiger, diese Höhen bei den Aktien, die gut gelaufen sind und wo dann jetzt auch mal Konsolidierungen anstehen. Andere Aktien, die jetzt wieder auftauchen, aus dem Nichts sozusagen, also wo nach und nach so ein Shift stattfindet, auch mehr in diese Bereiche entsprechend Reopening. Und auch solche, ich sage jetzt mal Value-Titel, teilweise wieder Momentum aufnehmend, Aktien mit Dividenden, die da mehr eine Rolle spielen auch. Also das, die Tendenz der letzten Tage geht erstmal dahin. Mal gucken, ob sie auch nachhaltig ist. Das ist ja immer wieder diese Sache. Ja,
20 Uhr, das war jetzt wieder ein neuer Rekord, aber es waren auch wieder Rekordfragen dabei. Ich konnte auch nicht alle beantworten. Wenn ich hier hochscrolle, bin ich dann sicherlich noch bis 20:15 Uhr unterwegs. Aber wir schauen uns dann nächste Woche noch einige an. Also wieder sorry, dass ich nicht alle ansprechen konnte, die jetzt hier gefragt sind, aber beim nächsten Mal dann gerne weiter. Alles klar, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, erfolgreiche Trades und Investments bis nächste Woche Mittwoch und da dann eben auch mit weiteren Fragen. Also macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.